Mein Name ist Rainer-Georg Jörgensen. Ich leite das Fachgebiet Bodenbiologie und Pflanzenernährung. Ich bin damit für einen Großteil der Module verantwortlich. Dann natürlich ist man dann auch für die Forschung, die insgesamt sehr laborintensiv ist. Wir sind halt eher im Bereich der Bodenmikrobiologie tätig. Mikroorganismen können Sie nicht sehen. Um deren Lebenstätigkeit sichtbar zu machen, muss man halt Methoden einsetzen. Über das Mikroskop hinaus ist es einfach unerlässlich, dass wir dort mit chemischen Methoden arbeiten. Also ich bin Anja Sawallisch und ich unterstütze halt die Bachelor-, Projekt- und Masterarbeiten sowie die Doktoranden. Im Labor werden die ganzen nasschemischen Untersuchungen gemacht. Textur, Kohlenstoff, Stickstoff und Parameter wie Phosphor oder N-Min. Also wir haben einmal das Atomabsorptionsspektrometer, ein Ionenchromatograph und im Moment ist unser Hauptschwerpunkt in der Infrarotanalyse. Und dann wird quasi das Spektrum mit diesen Analysen zusammengeführt und es wird geschaut, was man vorhersagen kann. Also welche Parameter sind über die Infrarotmesstechnik gut vorhersagbar. Mein Name ist Daniel Jüto. Ich arbeite hier als Habilitant. Ja, wir haben vier Labore. Das jetzige Labor, wo wir sind, ist das mechanische Labor. Hier werden bodenmechanische Untersuchungen durchgeführt, und zwar genauer gesagt, wie der Boden sich auswirkt, wenn er mit mechanischen Lasten gestresst wird. Die Infrastruktur, die wir hier haben, ist sehr spezialisiert im Sinne, dass wir sehr viele Geräte haben, die eigentlich nur diesen einen Zweck dienen, Bodenproben zu untersuchen. My name is Adnan Šišić. I am working for Ecological Plant Protection Department as a postdoc and assistant professor at University of Kassel. Our main tasks are studying of pathogen population dynamics and ecology in the systems that are aiming to improve soil health management. So I would say we are one of the few labs that can combine classical cultural methods of pathogen identification with the most recent molecular methods. That gives us quite advantage of looking at overall system performance when it comes to certain soil management. Mein Name ist Michael Wachendorf. Ich leite dieses Fachgebiet in Forschung und Lehre. Wir haben am Fachbereich in Witzenhausen ein Gärlabor. Das sind im Prinzip 60 kleine Biogasanlagen. Unsere Spezialität ist, dass wir uns nicht mit der konventionellen Biogastechnik beschäftigen. Unser Ziel war, andere Biomassen in die bioenergetische Verwertung zu bringen, die leicht übersehen wird. Das sind Naturschutzflächen, dazu zählen aber auch Straßenränder, Grünanlagen, Heckenschnitte, das Laub der Straßenbäume. Und diese Technik, die also sowohl Biogas aus der flüssigen Phase als auch Festbrennstoffe aus der festen Phase produziert, das nennen wir die integrierte Produktion von Biogas und Festbrennstoffen aus Biomasse. Im Bereich der Wissenschaft gibt es einfach Methoden, die, auch wenn sie korrekt durchgeführt werden, nicht deckungsgleich sein können. Ich selber gehe aber davon aus, dass die Dinge, die sagen wir hier ja in Witzenhausen erforscht haben, Bestand haben werden.